schon im Tutorial von For Independent. Ja, jetzt gibt es wieder ein Frauzy-Video, wie ihr Dingens Frauzy zeitgemäß steuern könnt, so gesehen. Also sprich, ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Animation, hier seht ihr Frauzy, und jetzt ab 35 fängt es dann an zum kaputt gehen. So, und jetzt seht ihr hier, der Text bleibt lang genug da. Und wenn er das jetzt einfach mit Frauzy so macht, halt einfach Frauzy halt den Text kaputt macht, dann wird der sofort kaputt gehen. Und jetzt könnt ihr das halt so zeitgemäß steuern, ab wann der kaputt gehen soll. Und das zeige ich euch heute, denn ja, ich habe mal eine Anfrage darauf bekommen und ja. Also ich mache mir ein neues Dokument, gehe in die Rendereinstellungen und stelle hier erstmal wieder die YouTube-Maße ein. Gut. So, jetzt erstellen wir noch einen Text, MoGraft, MoText, Objekt. Nehmen wir das wieder wie immer. So, stelle ich hier bei Textausrichtung auf Mitte. So, und die Schriftart tue ich auch noch ändern in Pony. Die Schrift werde ich auch heute noch versuchen irgendwie hochzuladen, damit ihr meine ganzen Fonts habt. Und ja, so auf der Deckfläche und Dunkel habe ich noch eingestellt. Jetzt sieht es so aus und jetzt stelle ich noch ein Material. Dazu geht sie hier auf den Button, ich habe das Fenster schon offen. Dann geht sie hier auf Broadcast, Ressourcen, Materialien, natürlich Metall, nehme hier den Chrom und einmal das White für den Boden, den wo ich jetzt auch gleich erstellen werden wollen. Das ist Metall Chrom, ziehe ich mir auf meinen Text, kann jetzt noch einen Boden stellen und das heißt, ich ziehe dann auf den Boden. Gut, haben wir unseren Text schon mal und noch ein Licht, einfach hier aufs Licht gehen und ziehe das mir weiter nach hinten. Scheiße, jetzt musste ich niesen. Und ja. Jetzt stelle ich noch einen Schatten auf Weich ein. Und das war es soweit für die Grundeinstellungen. Den Text ziehen noch weiter nach oben. Der ist jetzt im Boden drin, da die blaue Linie den Boden sein soll, darstellen soll. Gut. Jetzt gehen wir auf unseren Text, gehen auf Plugins, Frauzy und Frauzy. Und in mein Fenster, wer stelle ich einfach mal auf 20 und dann mal Break Now. Das Fenster kann man schließen und hier können wir eigentlich Rechtsklick machen, das jetzt seht ihr jetzt nicht, und dann ganz unten das zweitunterste unbenutzte Materialien löschen, wenn ihr R12 habt, falls nicht, ist es relativ wurscht. Das ist jetzt die Innenfarbe von unserer Explosion, das seht ihr gleich. Ich mache jetzt einfach mal Play. Ja, okay, bei mir fliegt jetzt durch. Dann ziehe mir mein, mache ich auf den Boden noch auf Simulation, Dynamics, Rigid Body. Bei euch ist es wahrscheinlich MoGraft, Rigid Body oder so, bei R11 oder so. Also ich kenne mich da auch nicht so aus. Und jetzt seht ihr hier, wenn ich render, das Weiße ist dann für die Innenfarbe, für den Text, und das könnt ihr auch ändern. Gut. Jetzt markieren wir unsere Frauzy Textdingens. Und gehen auf Bearbeiten, Dokument, Voreinstellung, und hier ist der Zeitmaßstab. Hier steht jetzt 100, bei Zeitmaßstab stellen wir das erstmal auf 0 und mit gedrückter STRG-Taste auf den kleinen Kreis hier drücken. Seht jetzt hier keine Keyframe, das ist aber normal. Bei 35 zum Beispiel auch noch, 34 mache ich jetzt auch nochmal drauf drücken mit STRG-Taste, und bei 100 stelle ich das hier auf 100 und nochmal STRG-Taste auf den Kreis drücken. So, und jetzt seht ihr hier,
H35-Effekt, das dann an kaputt zu gehen. Bei mir sind das richtig fette Klumpen. Und jetzt könntest du hier beim Boden auf den blauen Dings klicken und dann hier bei Kollision, nicht Elastität, kannst du ein bisschen runterstellen, dass es nicht wie Gummis, so Gummiboden weghüpft. So. Und jetzt landet es halt auf dem Boden. Jetzt könntest du hier die Reibung noch höher stellen, damit es nicht so wegrutscht. So. Da, es bleibt so stehen. Gut. So, können wir mal rendern. So sieht es jetzt aus, damit ihr es Frauzeitgesteuert animieren könnt. Und ja, das war's von meiner Seite her alles. Wenn es Fragen gibt, schreibt es mir. Es kann länger dauern, bis ich zurückschreibe, da ich ziemlich viele Anfragen und etc. gerade extrem viel bekommen und hoffe, ihr habt so ein bisschen Verständnis, da ich ja nicht von daheim gerade irgendwas machen kann, da ich immer die Scheißvideos zum Nachbar übertragen darf und dann hochladen und ja, auch nicht Zeit die Welt habe. Ja, falls ich Internet habe, kriegt ihr Bescheid, dann gibt es natürlich wieder mehr Videos und ja, kann meine Anfragen gescheit mehr abarbeiten, da ich ja sehr viele gehabt habe. Und ja, das war's jetzt von meiner Seite. Falls Fragen gibt, schreibt mir es, wie erwähnt. Und ja, haut rein, tschaußen.